Servus Kameraden, willkommen zurück zur WOT Live, ich bin Keuler und wir werden heute bei oben an der Spitze uns um den Kansa-Kampfwagen 7 kümmern. Ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass das schlechteste Heavy auf Stufe 10 ist. Es wahnsinnig unbeweglich, hat zu viel Weak Spots für einen schweren Panzer. Das Gewicht bringt er ordentlich mit, was wiegt die Kiste? 143 Tonnen, das ist richtig übel. Aber er ist leider extrem anfällig, hat eine ihr mittelmäßige Kanone hat eigentlich keinen wirklich massiv herausstechenden Vorteil, wenn man jetzt mal den Alpha-Schaden rausnimmt von 560, der echt gehörig ist. Aber ansonsten eine lange Zielerfassung, eher nicht so eine genaue Kanone. 0,34 ist zwar nicht so unbedingt schlecht, aber das Fahrzeug hat so viele Macken und Lücken, dass es ganz, ganz, ganz wenig Spaß macht, mit dem zu fahren. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja, es unheimlich schwierig zu fahren. Es macht absolut keinen Spaß, sich mit dem herumzutreiben. Wir fangen mal an mit den wichtigsten Werten. 560 Alpha-Schaden für 258 Durchschlag auf Standard. Premium-Munition ist APCR. Da haben wir 315 Durchschlag, Granatgeschwindigkeit 1350 Meter pro Sekunde. Wir haben Feuerrate von 4,5, das bedeutet 13,3 Sekunden Nachladezeit. So wie ich den ausgestattet habe, ich habe verbesserte Härtung drin, ich habe einen Ansatz drin und die Lüftung. Kann man natürlich auch ein bisschen auf Einzielzeit, auf Zielerfassung drauf gehen, wenn man das möchte. Aber das habe ich erstmal gelassen. Wie gesagt, ich fahre den so gut wie nie. Ich habe eine komplett neue Crew drauf gemacht. Denn die Crew, die ich vorher hatte, die ist irgendwo anders dann gelandet. Auf irgendeinem Panzer, der wichtiger ist. 7 Grad Gun Depression, 17 Grad Gun Elevation. Wir haben einen typischen Heckturm. Das heißt, Kanone ist hinten, Motor ist vorne. Das macht das Fahrzeug anfällig, wenn er vorne getroffen wird. Dann wird meistens vorne getroffen, geht erstmal der Motor kaputt, könnte nicht mehr so schnell weiterfahren. DBM 2518, auch eher mau, also im unteren Mittelfeld. Wir haben 2750 Strukturpunkte, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Liegt allerdings an der verbesserten Härtung, ansonsten hätten wir gleich ein bisschen weniger. Wandpanzerung 240 mm frontal, 160 mm an der Seite, 120 hinten, 200 mm am Turm frontal, 160 an der Seite und auch hier 120 hinten. Wir gucken das Ganze mal im Panzerungsschema an und haben hier den Panzer mal ausgerichtet. Einmal komplett frontal, wenn ihr auf den trefft, Premium-Munition geladen, untere Wanne, normalerweise recht einfach durchzukommen. Machen wir die mal rein, die Premium-Munition. Da. 92% Trefferchance oder Durchschlagchance, denke ich mal, ist ganz gut. Obere Wanne, schwierig durchzukommen. Da müsst ihr schon einen Jagdpanzer 100 haben, sowas im Dreh, damit er da durchkommt. Wird ansonsten schwierig. So gesehen hat er am Anfang erstmal nicht so die Weak Spots. Hier dazwischen, zwischen Turm und Wanne, kann es ganz gerne mal passieren. Auf jeden Fall das finden. Hier, da. Wenn er das schafft, da reinzuschießen. Dürfte aber, glaube ich, ein bisschen schwierig sein. Aber sobald man den ein kleines bisschen anwinkelt, nur so ein Stück, das ist noch gar nicht viel. Da, riesengroßer Weakspot. Kommt jeder durch. 240 mm, da kommen 8er und 9er Panzer natürlich auch ganz locker durch. Oben an der Wanne genau dasselbe. 300 mm Durchschlag bringt jeder 9er Panzer mit, oder fast jeder 9er Panzer mit. Absolut schwach. Hier an der Kanonenblende kommt es teilweise sogar durch. Das macht das Fahrzeug einfach mal extrem anfällig. Sobald er noch ein bisschen mehr reindreht, wird der Weakspot immer größer, die Panzerung immer dünner, dementsprechend noch leichter hier durchzuschlagen. Wenn ihr dann komplett von der Seite seht, natürlich dann extrem leicht auf der Seite durchzuhauen. Was er nicht hat, ist eine Kommandantenluke, die man leicht treffen kann. Die hat zwar nur 200 mm oder 200, ja, um die 200 mm Panzerung, aber die ist halt recht weit hinten. Das macht's nicht unbedingt nötig, dass er die komplette Gun Depression ausspielt, ist aber auch egal, denn die Kiste ist im Großen und Ganzen einfach mal zu anfällig. Sollte man sich denn zulegen, wenn man sammeln möchte? Ja. Alles andere macht absolut keinen Sinn, sich dieses Panzerchen zu kaufen. Absolut unnötige Kiste. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorn. Höchstgewicht 143 Tonnen, komplett aufgeladen. 1200 PS bedeutet nicht mal 10 PS pro Tonne. Das heißt, da geht einiges an Energie flöten. Ihr kommt kaum vom Fleck.
eine Spitzengeschwindigkeit von 33 km/h vorwärts und 15 rückwärts. Die 33 erreicht aber wirklich nur bergab und Kneipe in Sicht. Ansonsten kann ich euch nicht versprechen, ob ihr die 33 km/h überhaupt mal finden solltet. 413 Meter Sichtweite, so wie die Crew jetzt aktuell ausgestattet ist. Natürlich kann man das Ganze noch ein bisschen besser machen, ist mir vollkommen klar. Ich habe mir eine lausige Crew drauf. Ich wollte aber keine von meinen Eliten rekrutieren für den Panzer, der es einfach nicht wert ist. Man muss es so sagen, wie es ist. Der Panzer ist, sind die Credits nicht wert, wenn ihr euch das Geld sparen wollt. Kann ich das verstehen, der macht kaum Spaß und das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ich werde schauen, ob ich hier ein vernünftiges, eine vernünftige Runde hinbekomme für euch live. Wenn ich es nicht schaffen sollte, dann gibt es auf jeden Fall ein Replay und zwar eins von dem Großgefecht und da haben wir ein bisschen besser abgeschnitten, das sah auch ein bisschen besser aus und dann so eine typische Runde, die der Panzer eigentlich normalerweise hat. Gucken wir mal ganz schnell, was ich hier für eine Winrate habe, 39%, auf der Maus habe ich 50, EN100 habe ich 31%, aber da habe ich ganz wenig Gefechte drauf. Hier habe ich knapp 50, hier habe ich 50, hier habe ich 56, auf dem Conqueror, Super Conqueror 46% und 52% auf dem Kranwagen, auf meine schweren 10er nicht besonders gut. IS-7 fehlt noch, aber den habe ich glaube ich aktuell nicht. Egal, ich würde sagen, wir düsen mal ins Gefecht und gucken mal, was die Kiste drauf hat. Wie gesagt, viel ist es nicht, aber das finden wir gleich raus. Bis gleich. So, 10er only. 2 Arties, das ist ein bisschen viel. Ansonsten 3x IS-7, die fahren noch im Zug. Ich denke mal, die werden hier das Gefecht am Ende ausmachen. Der T95 wird auch eine Rolle spielen, aber nicht so die Rolle, wie das die Jungs in der IS-7 tun werden. Wir werden, wenn wir hier auf die rechte Seite fahren, in weniger als 3 Minuten, sage ich mal so, weggenascht. Ich werde es trotzdem ausprobieren, allein um es euch zu zeigen, dass das nichts bringt. Also, wenn ihr so eine Aufstellung seht, ihr habt da 3x IS-7, die zusammen im Zug fahren. Ihr habt einen Kampfpanzer 07 PE, der ebenfalls ganz gut ist, T95 FV201. Normalerweise ist die rechte Seite absolut tabu. Trotzdem fahren hier 1, 2, meiner einer 3 mit dazu. Das Objekt 279, was wir bei uns im Team haben, ist hier nur Beiwerk. Der wird hier nichts reißen. Das wird einfach mal so sein. Wir sind hier vorne natürlich Kanonenfutter. Und ich denke mal, dass wir weniger als 1200 Schaden blocken werden. Mit ein bisschen Glück vielleicht. Ja, na, ich glaube weniger als 1200 Schuss. 1200 Schadenspunkte. Da ist schon der erste Schuss, der sitzt. Da haben wir getroffen, das ist schon mal schön. Hori davon. Da damit so kann man nicht viel machen, war ja klar. 700 Schaden geblockt. Hey, ihr werdet mich doch jetzt hier enttäuschen, oder? Nächste der Appellen. Mit Heat bleibt das Schnecken, was ist mit dir los? Geben sich alle keine Mühe, habe ich das Gefühl. So, Genauigkeit. Nö. Okay, war auch ein bisschen zu viel verlangt, denke ich mal zumindest. 0:1 steht's. Auf der linken Seite werden wir komplett überrannt. Bin einfach davon ausgegangen, dass es hier ein bisschen anders läuft. Gehen auf Standardposition. Da ist der T95 FV. Chieftain auf gut Deutsch. Jetzt sind wir nicht genau genug. Das Objekt 279. Artillerie, keine Lust auf den FV zu schießen.
noch keinen Schaden gemacht. Ein bisschen was geblockt. Kann aber nicht sein, dass die alle nicht durchkommen. Schießen mit Heat? Für mich absolut unverständlich. Hier kein Schuss drauf. Ah, die Artillerie wird auf mich aufmerksam. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kann man anhalten. Ne, kann man nicht. Aber wir können ein bisschen Aufklärungsschaden machen. Das ist schon mal schön. Das steht 3-5. Der Gegner umrundet uns. So wie sich das gehört. Und jetzt sind wir auch unser stärkstes Fahrzeug los. Defensivspielen macht sich manchmal echt bemerkbar. Die liegen erst 5-8 hinten, müssten eigentlich deutlich mehr sein, eigentlich stimmt. Würde ich zumindest sagen. Dass wir dadurch kommen, hätte ich nicht gedacht. Das macht den Panzer jetzt natürlich nicht besser. Wenn wir ganz ehrlich sind, nicht mal ein bisschen. So. Bleibt hängen, Chieftain bleibt hängen. Natürlich mit Premium-Munition. Chieftain. So wie ich das gehört, 6-8. Die sind von Strukturpunkten her vorn. Will mich verarschen. Kann nur ein Witz sein. Ich bin doch hier nicht das Zünglein an der Waage gerade, oder? Kann das sein? Ah, Hori hat auf AE gewechselt. Das sagt eigentlich alles. Zumindest eine Menge. Hier 7 ist noch übrig, einer allerdings noch. Artillerie kommt nicht auf die Idee, auf mich zu schießen. Das wundert mich doch ein bisschen. Ich halte ja gerade eben die schweren Panzer auf. Das tut mir noch nicht mal leid. Okay, 8-11. Es wird aktuell nicht viel besser. Daneben. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich die Artillerie hier versuche auseinanderzuschießen. Das ist auch das Einzige, was uns hier fehlt, ist so richtig die Artillerie. Ansonsten sind wir ganz gut aufgestellt. Voilà. Geschossen. Den nächsten rein. Arti. Kann nichts machen, ist raus. Schau an, schau an. Ich werde da jetzt nicht. Na, das kann nicht sein. Dass ich hier eine Rolle spiele. Ab, okay. Hat da jemand seinen Job nicht wahrgenommen? Also nicht so richtig zumindest. Gegner noch mit Steilfeuerunterstützung. Hier sind, was das angeht, allerdings raus. Probieren wir mal mit dem Kettenrad an. Zu greifen hier, also durchs Kettenrad quasi den Schaden zu machen. Kette ist runter. Zweite Kette ist runter, das heißt, der kommt hier nicht mehr raus und macht sich gleich hier aus dem Stopp. Wo ist die Gegner? Ich wollte schon sagen, ey. Die werden mich doch hier nicht alleine lassen. Okay. Also ich lege hier komplett falsch, zumindest mit diesem Gefecht. Ihr müsst mir das glauben, die Kiste ist eigentlich zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe zwar nur 1400 Schaden, aber ich habe die, glaube ich, zusammen mit dem Super Conqueror auf der rechten Seite alleine aufgehalten. Würde ich zumindest mal so nennen. Der Leon fährt auf die linke Seite. Wird dort, denke ich mal, auf die Artillerie treffen. Ich werde mal mit HE hier versuchen weiterzuspielen.
Da haben wir wie viel Schaden drauf? 700? Ja. Da könnte man schon mal die eine oder andere Artillerie erwischen. So. Der Leon mit 5 Kills hat wunderbar defensiv gespielt. Bleibt dir noch nichts anderes übrig. Und ich brauche natürlich jetzt wieder eine gewisse Zeit, um klar zu kommen. 1500 Strukturpunkte heißt, ich kann mir auch noch eine ganze Menge erlauben. Ja, aber Leon nicht mehr so sehr. Hallo, mein Freund. Treffer. Leon. Dein 6. Kill. It's yours. Dann werde ich ganz sicher nicht reinfunken. Kill Nummer 6, kriegst du den hin oder nicht? Jawohl, sehr gut. Und den hole ich mir. 2 Kills vom Kollegen, 6 Kills vom Kollegen, 2 Kills von mir, 1700 Schaden knapp gemacht. 3300 Schaden geblockt und über 2300 Schaden aufgeklärt. Ist ein bisschen zu viel eigentlich. Das könnte fast ein Zweier sein. Aber nur fast. Nur fast. Das ist ein Zweier. Dafür gibt es ein Zweier. Um Gottes Willen. Also für mich absolut unbegreiflich. Das ist für mich schon eine gute Runde in dem Fahrzeug. Das muss man ganz einfach mal so sagen, wie es ist. Viel besser kriege ich es, glaube ich, nicht hin. Wir nehmen es auf jeden Fall als erstes Gefecht heute zum Anschauen. 994 Basis-XP geholt. Ich hätte den Gegner eigentlich deutlich stärker eingesetzt, vor allem die drei IS-7, aber das einer ohne Schaden durch. Zerstört durch den Treffer, ja okay, das nicht ersoffen oder so, dann hat wirklich eine reingekriegt, der hat auch nur 2 Treffer gemacht. Von 5 Schüssen. Ist von dem da ausgestorben, oder? Ne, von dem hier. Heidewitzka. Also unser Dreierzug ebenfalls extrem stark unterwegs. Nicht schlecht. Dafür gibt es 27.000 netto. Und wir haben mal gesehen, was der in dem für mich zumindest guten Gefecht so drauf hat. Dann gucken wir uns noch eine zweite Runde an und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, zweite Runde sind in einem Großgefecht gelandet auf der Nebelburg. Mit dabei EN100, IS4, IS7, OBJ260, zweimal meiner einer, ein Superconqueror, ein SDWI, ein E5. Und einen Chieftain auf unserer Seite, auf dem Gegnerseite kein Spezialfahrzeug auf Stufe 10, also kein 279, kein Chieftain. Das ist auch das Objekt 907, das ist auch nicht gesehen. Alle die sowieso nicht nach hinten, nach vorne fahren, verstehe ich nicht, warum die sich nicht gleich aus dem Staub machen. So, Großgefecht bedeutet immer mehr Gegner. Vorsichtiger sein. Die Mitte kannst du komplett von Mediums besetzen lassen. Wir werden versuchen, in die Stadt zu fahren. Und dort unsere Panzerung. Er hat ja Panzerung, so ist es ja nicht. Aber die Weakspots sind halt das Problem. Die Weakspots ein bisschen zu verstecken, die Panzerung ein bisschen anzubieten. Keine Ahnung, warum die E7 da oben fährt. Keine Ahnung, warum der Chieftain in die Mitte. Für mich absolut unbegreiflich. Gehören da nicht hin. Stadtfahrzeug. So wie ein E-Auto, gehört auch in die Stadt, meiner Meinung nach. So, gehen wir gleich in den ersten Schuss rein, oder? Eher nicht so. Ja, eher nicht so. Geschenkt, dass du mitspielen willst. Ja, ich würde mich gerne ein bisschen anwinkeln, wenn es geht. Danke. Ich nehme ihm eine mit. Für mich wird auch nicht als allererstes geschossen, obwohl ich eigentlich den besten Alpha-Schaden verteile. Ich würde lieber das Fahrzeug genommen, was eigentlich von der
Gefährlichkeit her deutlich schlimmer ist. Das Problem ist, dass da einer steht. Da ist der Super Conky. Ach, komm raus da. Und angezündet hat er mich. Nein, das war ich nicht selber. Deswegen gibt es keinen Brutzelbrutzel. Tut mir leid, dass ich das beim letzten Video vergessen habe. Geben wir dem Motor noch eine Chance. Ja, du willst, dass ich vorfahre. Das ist mir vollkommen klar. Danke, das war mein Tod. Ja, wenn man nicht angewinkelt werden möchte oder nicht, sich nicht anwinkeln lässt, dann ist da eben Ende und hat der SDI auf einmal keinen mehr an der Hand. Rechts, die Seite, wo wir gerade waren, gehört komplett dem Gegner. War mit Sicherheit auch falsch gefahren von mir, aber wenn wir uns ganz ehrlich, Leute, wenn wir uns das hier anschauen, Objekt 268 Version 4, zwei Stück, da unten ist eins und hier ist eins und der E100. Möchten nicht in die Stadt fahren. Der E100, der in der Stadt ist, zieht sich gerade zurück, weil nicht anders kann. Den SDWI sind wir so losgeworden. Wir haben ein maximales Übergewicht in der Mitte, wenn wir uns jetzt das hier anschauen. Schwere Panzer, Objekt 260 unter anderem. Wir werden mit Sicherheit auch über die Mitte gewinnen. Ich finde es trotzdem völlig übertrieben, dass wir die rechte Seite so aufgegeben haben. Die linke Seite werden wir so halten. Die Mitte werden wir, denke ich mal, kontrollieren. Sobald die anderen versuchen, aus der Stadt rauszukommen, ist, denke ich mal, in der Stadt ebenfalls Pause. Das Gefecht gucken wir uns zu Ende an, oder nicht? Was ist denn schon ausgefallen alles? Beide Kampfwagen 7, wir gucken uns das nicht mehr bis zu Ende an. Ansonsten wäre ich jetzt auf den Panzerkampfwagen 7 gewechselt, aber dadurch, dass er raus ist, werden wir uns das Ganze hier sparen. Und ich werde mich verabschieden. Ich werde mich verabschieden. Habt ein vernünftiges Gefecht als erstes gesehen und dann das, was sich eigentlich blüht, wenn ihr einem ganz normalen Gefecht teilnehmt. Das ist das, was wir jetzt gerade eben gesehen haben. Relativ früh sterben, dem Schaden meistens hinterherfahren. Das ist so das, was auf euch wartet, wenn ihr euch den Panzerkampfwagen 7 zulegen möchtet. Keine Empfehlung von mir, überhaupt keine Empfehlung von mir. Der 9er macht noch Spaß. Und der 8er ist ein bisschen verbessert worden, ist aber trotzdem eher allerhöchstens Mittelmaß. Meine Empfehlung, den 9er kaufen, den 10er, wenn ihr den haben wollt, in die Garage stellen und einmal mit Öl übergießen, damit er nicht rostet. Und das war's. Mehr kann ich euch da wirklich nicht empfehlen. Das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Ciao.